Hallo und herzlich willkommen zu Tag 3 des Gen-Connings. Tag 3 des Gen-Connings. Heute, ich habe das Gefühl, jeder Tag ist ein anderer Tag. Also nicht nur, weil tatsächlich jeder Tag ein anderer Tag ist, aber die Tage verlaufen auch ganz anders. Ne? Ja, also, absolut. Ich habe heute Nacht wieder gut geschlafen. Das ist schon mal hervorragend. Und war aber auch besser so, weil heute war Meeting-Marathon. Heute war Meeting-Marathon, ja, das war sehr gut. Gleichzeitig aber sind wir heute ein bisschen später auch losgegangen. Wir haben es gemütlicher angehen lassen. Ja. Wir sind in die Lobby runter und haben in der Lobby gefrühstückt, wo ich erstmal aus Versehen quasi Kaffee geklaut habe. Ich bin da hin, da war eine Kaffeemaschine, da war Kaffee wie in jeder Lobby, was ich aus amerikanischen Hotels kenne. Immer gratis Wasser, gratis Kaffee. Und dann bin ich halt mit meinem Becher hin und habe da halt Kaffee geholt. Aber offenbar hat sich keiner beschwert. Hat sich keiner beschwert. Nur ich, als ich mir dann auch irgendwo einen Kaffee, einen Becher organisieren wollte, haben sie gemeint, ja, ja, wenn Sie da hinten einen Kaffee, dann müssen Sie hier einen Becher kaufen und dann haben Sie Free Refill bis um 1 Uhr. Ja, also das, ich muss sagen, das hat mich ein bisschen enttäuscht bisher von Marriott. Also sowohl, dass es kein Frühstück gibt bei dem Preis und dass es kein gratis Kaffee in der Lobby gibt, was echt in amerikanischen Hotels quasi Standard ist. Also auch in dem Daimler so zum Beispiel. Also Kaffee ist, also normal Kaffee ist quasi ein Grundnahrungsmittel. Das kriegst du gratis. Vielleicht haben die ja normalerweise Kaffee und dann stellen sie fest, dass der bei dem aktuellen Andrang einfach nach 5 Minuten leer ist. Und dann sagen sie sich, während der Saison nicht. Ja, keine Ahnung. Aber auf alle Fälle, ja. Ja, und dann sind wir direkt drüber ins Convention Center und haben erstmal das gemacht, was wir die Tage vorher noch nicht geschafft hatten, nämlich mal durch diese Play Area durchzulaufen und also ein bisschen rechts und links schweifen zu lassen, was man da denn so auf den Tischen sieht. Einfach mal gucken, weil da sind ja auch viele, also da gehen viele Verlage auch hin, weil also gibt es auch Gratistische, das heißt, du kannst da einfach dich hinsetzen. Natürlich kannst du die aber vorher mieten und dann sind das zum Beispiel Kickstarter-Prototypen oder andere Prototypen von Spielen, wo Leute einfach präsentieren und sagen, da sollen sich mal Leute hinsetzen und spielen. Ja. Das könnte man aber vorher im Eventsystem vielleicht anmelden oder eben auch nicht, je nachdem. Und da sind wir hier, ich halte das mal in die Kamera, ich bin ja ein Fan von Aang und Avatar. Und da haben wir hier diesen tollen Proto, Avatar The Journey of Aang, abgeholt, könnte ich mal schon sagen, abgestaubt, ist von Bad Crow Games, die auch Company of Heroes machen. Und ganz phänomenale Upper-Miniatur, muss ich sagen, die da das quasi im Zentrum ist. Und habe ich ein Foto gemacht im Discord, könnt ihr wieder anschauen. Guckt euch das mal an. Wir nehmen es uns mal mit und schauen es mal an. Ja. Mir gefällt alles davon, also sowohl vom Cover, also auch, was ich gesehen habe. Und könnte was Cooles sein. Also müssen wir halt auch mal gucken, wie sehr sich das auch nach Avatar anfühlt. Genau, aber zumindest das, was ich an optischen Sachen gesehen habe und dass man auch hier die unterschiedlichen Bending-Möglichkeiten hat. Und das dann auch so auf den Karten schön sieht mit den Bewegungen. Richtig, fand ich cool gemacht. Ja, du hattest ja, glaube ich, auch für jedes Element auch eigene Würfel, ne? Genau. Für jedes Element Würfel. Das war cool. Und sie haben auch schon gesagt, dass sie im Kickstarter für die Nicht-Bänder, weil Sucker zum Beispiel ist ja kein Bänder, aber den will man sicherlich auch spielen wollen können, dass sie sich dafür eine ganz eigene Mechanik ausgedacht haben, die sie ins Spiel bringen wollen. Aber fand ich cool. Fand ich spannend. Kleinen Nachtrag tatsächlich von gestern zu Compile, wo wir gesagt haben, dass es mehrere Siegbedingungen hat. Wir haben es ja dann gespielt. Ja, genau. Nämlich heute früh, das haben wir nämlich auch noch gemacht, beim Frühstücken. Nee, hat es nicht. Es hat eine Siegbedingung. Wir hatten es gespielt. Mir hat es total gut gefallen. Tatsächlich kommt Jens gerade von einem Compile-Release-Event. Ja, das war ganz interessant. Wir wollten dann halt auch mal wegen Compile halt mal mit Greater Than Games sprechen. Und scheinbar hat man da niemanden zu fassen bekommen, weil immer nur, wen du findest, der hat auf der Brust geschrieben Demo-Team. Meistens, wie wir es ja von den Messen kennen, Demo-Team sind dann nicht die Leute, die halt zur Firma nativ gehören, sondern jemand, der halt engagiert wurde, um es zu erklären. Und da war jetzt halt die vorgeschlagene Variante, dass ich auf diesen
ja, Compile-Release-Event ging mit Technomucke, mit 12 Tischen und einer Bar drin. Aber leider habe ich den entsprechenden dort auch nicht zu fassen gekriegt. Aber du hast gesehen, wie Leute Compile gespielt haben. Ja, ja. Und ein paar spannende Sachen offenbar. Ja, zum Beispiel die Mechanik, die mir nicht bewusst war, war, dass wenn du eine, wenn eine Karte wieder, wenn ein Textblock frei wird, sei es, weil eine Karte drüber abgeräumt wird oder so, dann löst er auch aus. Ja. Das war mir vorher nicht klar. Ja, das fand ich das Coole an dem Spiel. Also immer, wenn du aufdeckst, ganz schöne abdeckst. Situationen dann, ja. Und hat mich tatsächlich auch an Singularity Exe erinnert. Also deswegen wird es wahrscheinlich nur eins dieser Spiele. Also da muss ich schon sagen, das war schon interessant. Ja, und sonst, was haben wir dann Schönes gemacht? Wie gesagt, das sind dann... Dann ging halt so der Meeting-Marathon los. Genau, dann ging der Meeting-Marathon. Was war unser erstes Meeting? Jetzt hatten wir es vorhin noch überlegt. wir müssen auf unsere Handys gucken. Das waren halt 5 Meetings mindestens. Hier steht, das erste war... Ach so, Stephen King. Ja, genau. Warte, da hab ich mal was vorbereitet. Ich hätte einfach noch runtergucken können. Hingegangen sind wir eigentlich, weil ich mit ihm einen Talk hatte zu Flickering Stars, heißt es. Das ist ein... das war dieses Dexterity-Spiel. Genau, eigentlich ein Dexterity-Flick-Spiel, aber mit lustigen Sachen. Und zwar ist einer der Autoren Matt Leacock bei dem Spiel, weswegen ich draufschauen wollte. Dann sollte man das sich schon mal anschauen. Und das ist aber nicht... Wir waren lustigerweise zu dem Termin nicht da. Ich habe aber 2 andere Spiele bekommen, die ich ganz lustig fand, die ich mir mal anschauen werde. Ist Trash Talk, heißt das eine. Das sieht auf dem Tisch immer ganz lustig aus. Und mit ganz vielen Waschbären war das, oder? Mit ganz vielen Waschbären, genau. Ja. Und ein Spiel namens It's Obvious. Und ich absolut keine Sache. Vote, Lie, Win ist der die Tagline. Ich lasse mich überraschen. War wohl ein Verkaufshit auf der Messe. Ich lasse mich überraschen. Der Verlagsname ist auch wieder so ein Wie Sorry We Are French, so eine Friendly Skeleton. Genau. Okay. Dazu kommen wir auch gleich zu dem einzigen Kauf, den ich heute noch gemacht habe. Und das ist... schwierig. Schwer. Ist beides, ja. Es ist schwierig, weil es schwer ist. Das ist Foundations of Metropolis von Arkane Wonders. Mal nochmal hier. Ich weiß nicht, ob das gerade gespiegelt hat. So. Genau, so hier. Ja, das ist ja im Grunde genommen nur Foundations of Rome, aber in bezahlbar und tragbar, oder? Auch von der Größe her. Ja, auch von der Größe her. Wir haben ja Foundations of Rome bei denen gesehen. Es war immer noch in Kartons, weil teuer und groß, und man schleppt dann schon diesen Karton mit sich rum hier. Ja, also ich, so cool wie das ist, ich aber... Glaub, man hätte auch 300 plus hingelegt. Absolut irre. Aber das Schön war, Spiel trotzdem schön gemacht. Wir haben es aufgebaut gesehen mit dem Plättchen. Ja. Das war auch ein großer Hype um das Spiel, ja. Das war ja, war schnell verkauft, also war viel verkauft. Mhm. Jeder zweite, den du gesehen hast, ist mit einem Foundations of Metropolis rumgelaufen. Bin ich mal gespannt drauf. Jo. Genau. Dann sind wir weitergegangen. Jetzt muss ich, haben wir rekapituliert und haben sich dann, ganz wichtig, wichtiges Meeting für uns. Wir haben mit CGS gesprochen, wir waren da schon und haben jetzt die letzten Details im Grunde genommen abgeklopft, damit wir weitermachen können mit der Donaukor Apokalypse und allem, was kommt. Und das Ergebnis war extrem gut. Also da kann ich jetzt quasi schon vorgreifen. Wir haben jetzt eine Lösung gefunden, die funktioniert trotz der Tatsache, dass Pegasus abgesprungen ist. Und wir werden das jetzt mit Ihnen zusammen so machen, dass wir das Spiel rausbringen. Wir machen eine einmalige Vorbestellaktion. Das werden Sie auch mit bewerben. Das wird ein One-and-Off sein. Das heißt also, wenn ihr was haben wollt, dann. Wir werden auch gucken, dass wir einen Preis machen können, der für Händler attraktiv ist. Aber auch das wird eine quasi einmalige Aktion, wo wir Händler anschreiben und dann sagen, wenn ihr haben möchtet, dann jetzt. Und dann werden wir das produzieren lassen gemeinsam, sodass alle Kickstarter-Backer ihr Spiel bekommen und wir sozusagen auch nochmal über die Vorbestellaktionen unsere Kosten wieder reinholen der Übersetzung. Das ging jetzt ja ein ganzes Jahr, was natürlich schweineteuer war. Und diesen Teil, das müssen wir halt einfach zusammen. Aber die gute Nachricht lautet für alle,
niemand muss nachzahlen, niemand muss fürchten, was nicht zu bekommen. Das ist alles vollkommen, also alles funktioniert wie eh und je, sage ich mal. Und da bin ich sehr froh, dass wir das bekommen. War ein schönes Meeting, ein ungewöhnliches Meeting. Wir saßen wirklich mit Rechner und Excel-Tabellen nochmal da und haben... In einem winzigen Bus, das, ja, und haben uns noch ein paar Zahlen angeguckt. Also das war wirklich sehr, sehr schön. Und muss ich auch sagen, also die Zusammenarbeit mit CGS an der Stelle ist wirklich richtig gut. Und ja. Marcio nochmal ein großes Lob für die Tollen, weil das ist natürlich, sie haben natürlich mit ganz anderen Zahlen gerechnet. Und sie kommen uns da wirklich sehr entgegen, dass das für alle funktioniert und dass wir gemeinsam sozusagen diesen Ausfall tragen. Das ist sehr, sehr cool. Das war ein sehr schön kooperatives Meeting. Ja, hat mir gut gefallen. Genau. Dann sind wir ein bisschen rumgelaufen nochmal. Vorher noch. Mighty Boards. Ah ja, stimmt. Vorher, nee. Mighty vorher, Boards. Nachher, vorher oder nachher waren wir bei Mighty Boards. Da habe ich mit David gesprochen. Ich will fast schon sagen, David ist schon mein Con-Buddy. An jeder Messe. Das war schon erstaunlich, was ihr scheinbar gemeinsam habt, du. An jeder Messe treffe ich mich mit David Schirkop und unterhalten uns. Wir haben auch so oftmals Talks. Ich weiß nicht warum, aber wir sprechen dann da 20 Minuten, 30 Minuten so übers Leben gefühlt. Und beklagen uns, dass wir noch kein einziges Projekt zusammen gemacht haben, was echt traurig ist. Aber wir haben uns jetzt mit ihm nochmal unterhalten und schauen mal, was wir noch in Zukunft mit ihm machen können. Und da sollten ja positive Dinge entstehen. Hoffe ich mal. War cool. No? Ja. Dann haben wir, dann haben wir noch Indie Boards in Cards getroffen. Den Travis, den ich tatsächlich noch nie persönlich gesprochen hatte. Ich kenne ihn nur aus E-Mails. Und das war ja die Person, der Matthias damals, die quasi einen Fuß gestellt hat, damit wir überhaupt Aeon's End machen können. Und er hat uns noch ein bisschen so erzählt, was mit Astronauts kommt, was für andere Spiele kommen und was Aeon's End so macht. Er hat sich noch bedankt, er hat gesagt, erstaunlicherweise, dass niemand so viel Aeon's End gemacht hat wie wir. Was ich cool fand, also auch so weiter. Also Shoutout an die deutsche Aeon's End Community. Wir sind quasi das Land mit den meisten Aeon's End Produkten. Alle anderen haben schon vorher aufgehört mit den Waves und freuen sich, dass wir so eine aktive Community haben. Ich habe ihm gesagt, gerade am Anfang, ich glaube natürlich, dass es mit unserer Version, mit unserer Regelüberarbeitung natürlich auch zusammenhängt, dass es auch so gut angekommen ist. Und er hat sich auch bedankt für das, was wir da geleistet haben. Also das war wieder sehr schön. Also das war wieder ein tolles Meeting und ich finde es auch cool, dass man da auch diese Zusammenarbeit so ein bisschen feiern kann. Das war der Grund, warum ich mit hergekommen bin und das fand ich auch cool. Mir ist eingefallen, ich habe noch ein Zwischenmeeting mit Ludofakt, was ich immer lustig finde, wenn ich quasi einmal um den Planeten reise, um eine bayerische Firma zu treffen. Da haben wir uns um die letzten Sachen des Reprints von Earthbound Rangers unterhalten, wie wir das lösen können, dass alles passt. Das war nämlich nochmal so ein kleines Hindernis. Wir wollen euch ja dieses Update-Pack sozusagen, damit eure erste Edition Earthbound Rangers die ganzen, ich sag mal, geupdateten Karten für die zweite Edition hat liefern können und eben das Kampagnenbuch, das geupdatet wurde. Und dass das geht, gar nicht so einfach, da hat man jetzt noch finale Gespräche, damit das produktionstechnisch gut funktioniert. Und das war ganz praktisch, weil ich den Tag vorher mit Andrew, Gott sei Dank, mal in live mich unterhalten hatte noch. Ich habe schon gesagt, Mensch, da wacht man auf und das Erste, was man macht, ist erst die Rose anrufen und dann den Andrew. Das ist ja schön, dass man da in der gleichen Zeitzone ist. Ja, und die letzte Sachen geklärt, das hat mich gefreut, dass wir dann mal vorwärts gekommen sind. Ja, ich war dazwischen noch bei Ellicat Games. Ja. Ellicat hat ja ein relativ weites Portfolio, ne? Und manches ist da bei deutschen Verlagen schon erschienen. Skellig hat ja die Chocolate Factory gemacht. Er hat mir jetzt mitgeteilt, dass auch diese kleinen
Tin Games, da gibt es ja dieses eine, wo du so ein Lagerfeuer stapeln musst. Das sei jetzt auch schon in Deutsch erschienen. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Okay. Ja, und die haben ja eine weite Bandbreite von klein nach groß. Autobahn ist ja auch erschienen. Und da haben wir einfach ein bisschen mal geguckt, ob da nicht für Frosted auch mal ein Titel mit dabei wäre. Genau. Und wir, gucken, ob da was für uns passt. Er ist ein großer Freund von Ode und wir haben ja gerade also am Schreibtisch zumindest eine eventuelle Erweiterung für Cooper Island. Und da hatten sie auch Interesse dran, deswegen müssen wir mal gucken, genau, welche coolen Sachen da entstehen können. Ja. Aber ich finde es immer schön, wie gesagt, cool, Leute zu treffen und dann direkt mit ihnen diskutieren zu können. Ja. Ja. Aber nicht, dass ihr denkt, dass jetzt schon sich gesichert da was kommt. Das ist alles noch im Prototypen anschauen. Gucken-Status. Aber ich fand's cool. Und die Rosa ist ein großer Fan von Cooper Island. Logischerweise genau wie Matthias. Ich sage das immer gerne, für mich ist das Spiel am oberen Ende meiner Kapazität. Wer mich kennt, weiß, ich bin eher Bauchspieler. Und das Spiel ist nicht für Bauchspielen geeignet. Also kann man schon, dann gewinnt man halt nur nicht, so wie ich. Ich weiß noch, das erste Mal, man hat ja wenig Aktionen und ich habe nichts geschafft in dem Spiel, während alle anderen irgendwie 7000 Punkte hatten. Ja. Ich dachte mir so, alles klar, danke fürs Gespräch. Nee, aber es ist gut angekommen, war auch in vielen Sprachen international und Ode ist ja so ein bisschen so ein liebes Ding für Ode und deswegen hat er da lange nochmal eine Erweiterung entwickelt, jetzt müssen wir mal gucken, was wir daraus machen können. Ja. Genau, das war ja so der Meeting-Marathon. Das jetzt war so ein bisschen also der Meeting-Marathon, genau. So alles in allem waren es eigentlich, würde ich sagen, immer schöne Gespräche. Ja, wie es generell bei den Brettspielern ja ist. Ne? Man trifft sich gern, man hat das schöne gemeinsame Thema zum drüber miteinander quatschen. Hoffentlich kommt man miteinander irgendwie ins Geschäft mit irgendwelchen interessanten Titeln. Das ist ja auf beider Seiten hier so ein bisschen dann wollen da. Ja. Ja. Und deswegen, das hat sich schon gelohnt heute. Mir ist nur aufgefallen, ich habe noch so eine schöne Cappy für meinen Sohn gekauft. So eine coole Toad-Cappy. Hoffentlich schaut er das jetzt nicht, sonst ist er gespoilert. Ich glaube nicht, dass mein 5-jähriger Sohn unsere Videos schaut. Also ich würde mich freuen, aber das ist nicht der Fall. Aber ich fand die richtig cool. Also die gefällt ihm sicherlich. Die sieht einfach geil aus. Und sie hat dafür gesorgt, dass andere auch nach Präsenten gerufen haben. Ja, gleich wollten alle auch was haben. Ja, das war, glaube ich, so unser Tag heute. Wir wollten jetzt mal was spielen. Gucken wir mal. Ja. Wir haben noch gesagt, ich bin nicht müde und dann haben wir beide gegähnt. Also gucken wir mal. So wie es halt ist. Aber ja. Der morgige Samstag, der soll ja so super voll werden. Mhm. Ich habe jetzt auch rausgefunden, warum. Also wo das herkommt. Okay. Weil man zu GenCon gibt es 2 Passarten, die man kaufen kann. Man kann entweder den 4-Day-Pass oder den 1-Day-Pass kaufen. Mhm. Und wenn man den 4-Day-Pass, klar ist man an jedem Tag da, ne? Und dann ist es auch am Donnerstag. Und wahrscheinlich auch am Donnerstag, weil da greift man die Sachen ab, richtig, die dann danach verkauft sind. Aber die Leute, die den 1-Day-Pass haben, die kommen eigentlich immer am Samstag. Mhm. Weil die, wenn die sagen, ich komme nur einen Tag, dann haben sie sich ja nicht von der Arbeit freigenommen, also kommen sie am Wochenende. Ja. Das ist der Hintergrund und deswegen soll es morgen besonders voll werden, nämlich alle, die mit dem One-Day-Pass reinkommen. Mm. Ja. Und die GenCon stellt ja auch überall so Dinge hin mit ausverkauft. Genau, also, deswegen gehe ich davon aus, dass es morgen schon ganz schön voll wird. Voll wird. Richtig. Ja, aber ich lasse mich mal überraschen. Wie gesagt, morgen werde ich auf alle Fälle es ein bisschen ruhiger angehen lassen, damit wir dann gewappnet sind für den Rückflug. Genau, die meisten Termine haben wir jetzt auch gerade schon gemacht. Ja, genau. Morgen ist nur noch so ein bisschen auf. Da müssen wir nur gucken, dass wir dann auch wirklich von A nach B schaffen morgen. Ja, die Massen durch. Stimmt. Ich habe nochmal, also wir haben morgen nochmal ein schönes Meeting an einer Stelle, wo wir was abholen müssen. Mhm. Das dürfen wir nicht vergessen. Das dürfen wir nicht sagen. Und das andere ist, dass ich, glaube ich, gesagt habe, wir müssen morgen noch so unsere anderen Sachen erledigen, die wir noch erledigen müssen. Meeting-technisch. Morgen nochmal unser Chip-Theory-Games-Meeting. Ja, aber ich sage, ich muss sonst ruhige Kugel schieben, vorbereiten für die seelische Abreise schon wieder, bevor die physische Abreise stattfindet. Und morgen berichten wir euch nochmal, was Schönes passiert ist. Ja, sonst war ich
Schöner Tag heute. Also, aber langsam merkt man es, ne? Wir werden alt. Also wir merken es an den Füßen, wir merken es im Rücken. Es ist schon ziemlich brutal. Das Avatar-Spiel im Rucksack dabei zu haben, war ein bisschen hinderlich. Ja. Naja, aber auf alle Fälle, ich freue mich drauf. Und ich hoffe, wie gesagt, euch macht es auch Spaß, mit dabei zu sein, wenn wir so ein bisschen erzählen. Letztes Mal, ich weiß, gab es coolere Sachen zu sehen. Hier dieses Chip Theory Games Büro, das hatte schon was. Hier seht ihr nur zwei Leute, die vor dem Hintergrund eines... Was seht ihr da hinten? Was ist das? Die... Ist das JW Marriott? Ich glaube, ja. Da gibt es ja nochmal irgendwie so eins. Dass ihr da seht, ist jetzt nicht das Hübscheste, aber es ist unten wirklich gepackt voll. Wir könnten uns nicht hinsetzen und es ist irre laut, weil wirklich jeder überall spielt. Ja. Und mit der Kamera müssen wir jetzt auch nicht über die GenCon laufen, das machen ja andere auch. Genau. Ja, das kann man ja beim Dice Tower zum Beispiel sehen. Shoutout an Sven, der, nachdem ich ihm gesagt habe, dass ich Compile so gut finde, direkt heute ein Compile gekauft hat. Ja, also da bin ich echt schon gespannt darauf, wie es da weitergeht. Ja, gut. Damit schließen wir ab. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn ihr noch irgendwas sehen wollt, kommentiert unter dieses Video, damit wir euch sagen können, was es für schöne Sachen hier noch zu sehen gibt. Und vielleicht gibt es ja noch ein Highlight. Also ich sag, wir haben schon einige Sachen. Wir haben auch einige Sachen, die wir nicht sagen können. Ich glaube, für 25 haben wir jetzt schon coole Sachen erfahren. Und ich glaube, wir haben jetzt eigentlich schon volles Programm. Eigentlich sollten wir echt aufhören. Ja, also wird schön. Bis dahin. Ciao. Tschüss.